3, 2, 1, 0. So, da sind wir wieder bei Splatoon 3 und heute, wie angekündigt, spielen wir zum ersten Mal die Anarchie-Modus. Anarchie-Kampf-Serie. Und es ist Operation Goldfisch. Ja, das Spiel, wo ich neben. Und natürlich ist die Verbindung abgebrochen, das ist klar. Den Anarchie-Spielmodus, den ich neben Muschelchaos also wirklich überhaupt nicht beherrsche. Jedenfalls war das bei Splatoon 2 so. Muschelchaos, also habe ich mich extrem schwer getan. Und bei Operation Goldfisch, ja gut, es geht eigentlich. Im Original heißt es übrigens Rainmaker. Wir müssen 5 Kämpfe gewinnen, um zu gewinnen. Wir spielen aber wieder 3 Runden und bleiben beim 3 Erstblascher. Schwapper, nicht Splasher. Schwapper. Weil mit dem habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, vor allem was die Kills angeht. Ich bin eigentlich nicht so der Killer, der Tintenkiller, sondern eher der Einfärber. Aber mit dem 3S-Schwapper kann man erstens auch wunderbar einfärben. Es sieht cool aus. Wobei der grüne Eimer, der hat mir ein bisschen besser gefallen als Splatoon 2. Vielleicht gibt es den hier auch noch. Mal gucken. Die Ulti-Waffe, ja, ist ziemlich nice. Man muss eben genau die Gegner treffen. Und vor allem Kills sind eigentlich auch wichtig, weil es ist halt ultra nervig, wenn man ständig weggesplattet wird. Und mir ist aufgefallen mit dem Airbrush-Pistole oder überhaupt mit Pistolen, ich schieße und schieße und schieße und schieße und schieße und irgendwie die Gegner gehen irgendwie nicht weg. Also es ist immer, ich bin immer ich, wo da weggesplattet wird. Deswegen mit dem 3S-Schwapper habe ich jetzt hier eine überraschend gute Erfahrung gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Video, ja, vielleicht empfehle ich es hier. Und es geht los. Erste Runde. Operation Goldfisch. Bring die Kanone ans Ziel. So, und das machen wir natürlich. Das ist unser Team, das ist das Gegnerteam. So, und los geht's. Für alle, die Operation Goldfisch noch nicht kennen oder zu faul sind, sich das durchzulesen oder sonst irgendwie, man muss eigentlich nur die Goldfischkanone auf dieses gegnerische Podest bringen. Das war's eigentlich schon. Ja, ganz einfach. So, wunderbar. Die Kanone ist bei uns gesichert und wir sind schon in Führung und ich wurde schon weggesplattet. Und dabei darf man sich natürlich nicht wegsplatten lassen. Das Besondere ist, die Goldfischkanone selbst ist auch eine Waffe, die man selbst benutzen. Danke, wegplündern. Ach, Flippy ist wenigstens erledigt. Mit der man auch selber feuern kann und die ziemlich stark ist. Aber das hilft, das schützt einem natürlich nicht davor, selber, auch wenn man die Goldfischkanone hat, weggesplattet zu werden. Ich habe es bei Splatoon 2, glaube ich, ein paar Mal geschafft, die Goldfischkanone an mich zu bringen. Und mit der Goldfischkanone natürlich auch ins Wasser zu fallen, das ist klar. So. Ja, voll erwischt bedeutet übrigens, wenn in einem Team alle Spieler weggesplattet sind, dann heißt es voll erwischt. Das weiß ich jetzt auch, für all die es noch nicht wussten. So, und ouch. Oh, das tut weh. Das tut weh. Aber auf den letzten Metern ein Gegner weggesplattet. Vielleicht habe ich Glück. Oder vielleicht hatten wir Glück und es reicht. Wir sind auch in Führung. Diese Zahlen da oben, 90 und 19, bedeuten übrigens, wie weit die Goldfischkanone vom Ziel entfernt ist. Dieselbe Anzeige gibt es übrigens auch beim Turmkommando. Und beim Turmkommando muss der Turm auf eine bestimmte Position. Aber wir sind bei Operation Goldfisch. Es geht wirklich hart auf hart. Wir schenken uns hier wirklich gar nichts. Fällt mir auf. Es sind wirklich zwei sehr starke Teams. Und bei solchen Spielen, also bei Spielen wie diesem, also vor allem bei diesen Anarchie-Spielen, ist es wichtig, dass man Kills gut drauf hat. Weil da geht es nicht ums Einfärben, sondern einfach nur die Kanone ans Ziel zu bringen. Und man kann dem Gegner natürlich logischerweise nur davon abhalten, wenn man ihn wegsplattet. Und das hilft halt nicht, wenn
Fläche eingefärbt wird. Also dafür gibt es keine Punkte, obwohl die dann in der Punktwertung komischerweise drinstehen. Was wir dann gleich sehen. Sind wir in der Verlängerung oder geht das Spiel sowieso? Ui, Zweig weggesplattert. So, auch mit unserem Düsenjet, aber wir wurden weggeschossen vom Düsenjet. Oder vom Düsenjet. Ja, das kann auch vorkommen, aber wir sind immer noch in Führung. Das hat aber nichts zu heißen. Ich glaube, der Gegner hat gerade die Goldfischkanone. Die müssen wir ihm natürlich sofort wegsplatten. Oh. Ja. Ach, übrigens, ja, das Einfärben ist nicht ganz unwichtig. Ah, der Gegner hat die Marge durchbrochen. Ja. Das. Wo ist die Kanone jetzt? Haben wir sie wieder? Ja. Wunderbar. Das Einfärben ist nicht ganz unwichtig, weil, wie wir alle wissen, das Einfärben füllt ja die Ulti-Waffe auf. Ja, und wir springen natürlich direkt rein in die Booyah-Bomb. Das ist klar. Die Kugel. Und mit den Ulti-Waffen kann man natürlich dann auch einiges reißen. Kommt darauf an, was für eine Ulti-Waffe mit dem Düsenjet. Ich bin da noch nicht so ganz geübt, damit zu zielen. Aber es hat immer wieder was gebracht. Ja. Gott, die Goldfischkanone wurde gestoppt. Jonas ist erledigt. Ich glaube, danke. Ich glaube, das war der, wo die Goldfischkanone hatte. Flippy hat sich gerecht an uns. Die Runde geht schon ganz schön lange. Ich glaube, das wird eine Runde, wird ein Spiel, wo ich selten so viele Kills abgeräumt habe. Also, jetzt habe ich die Goldfischkanone. Ah! Und ich kann schon damit schießen und werde natürlich weggesplattet. Von Flippy. Das ist ja klar mit der Klecksbombe. Aber wir sind immer noch in Führung. Jetzt heißt es durchhalten. Wenn schon die Verlängerung ist, dann heißt es durchhalten. Dann hat eben das Team gewonnen, wo die Goldfischkanone am nächsten dann am Ziel war. Das heißt, oh, da schießt jemand mit der Kanone. Das heißt, der Gegner hat die Goldfischkanone. Boah! Wieder voll erwischt. Aber ich glaube, die Zeit. Bekommen wir eine Verlängerung oder? Nein, wir bekommen keine Verlängerung. Das heißt, ich glaube, die erste Runde, ja, geht an uns an, Team Violet, Purple, ja, schön verbeugen. Das ist das Siegerteam. Erste Runde, Splatoon 3, Operation Goldfisch, gewonnen. Das war übrigens der allererste Anarchiekampf bei Splatoon 3 für mich. Ich habe noch weder Turmkommando noch sonst irgendwas gespielt bei Splatoon 3. So, man kann mit demselben Team dann weiterspielen. Das werde ich auch tun, weil die waren ziemlich gut. Wobei es war schon ziemlich knapp. Ich habe 14 Kills, sehe ich das richtig, und bin 10-mal selbst gesplattet worden und 3-mal die Ulti-Waffe. 14 Kills! Das ist selten! Das ist sehr, sehr selten. Also, ich glaube, habe ich schon mal 14 Kills geschafft? Wie gesagt, der 3R-Schwabber, der ist wirklich, der sieht aus wie so ein Putzeimer. Also wirklich wie so ein Putzeimer, wo, also von so richtig professionellen Putz, darf man noch Putzfrau sagen? Also von Reinigungspersonal, ja. Da gefiel mir der Grüne aus Splatoon 2 schon besser. Vielleicht gibt es den da auch und es ist nur eine andere Sorte. Aber, wie gesagt, bisher eine große Überraschung für mich. Positiv überrascht von dieser Waffe. So, wir gehen in die zweite Runde, Operation Goldfisch. Und wir sind jetzt mal in einer anderen Arena, einer anderen Map. Nämlich, was haben wir? Dieses, Arondo-Sender oder wie es heißt. Keine Ahnung. Ja, ich hab's vergessen. So. Diesmal sind wir orange und der Gegner ist blau und schon sind wir weg. Voll erwischt. Oh. Ein sehr, sehr starker Gegner. Ein sehr starker Gegner, der bereits in Führung ist und rasant Vorsprung gewinnt. Den gilt es aufzuholen. Aber ihr seht,
Es ist ein sehr, ja, tricky, hat mich einfach mit einer Klecksbombe weggekleckst. Oh, das sind sehr steige Gegner. Das sind sehr steige Gegner. So. Ja, wir hätten die Kanone gehabt und sind sofort wieder weggesplattet worden. Und zwar fast ab von Ohio. Ja. Wer kennt es nicht, von einem Bundesstaat weggesplattet zu werden? Ja gut, es gibt ja Namen von Bundesstaaten. Also zumindest weiß ich von einem Vornamen, wo auch ein Bundesstaat ist. Bazinga! Ach, was ist denn das heute für ein Name? Nämlich, ja, der Bundesstaat Virginia, den gibt es auch als Vornamen. Bazinga, also ist ein Sheldon Cooper hier am Start. Alle sind ja hier, oder einfach Big Bang Fans. So. Wo ist die Kanone? Ah, da. So, eigentlich wollte ich Gegner wegsplatten, damit die Kanone nicht an sie bringen können, aber zu spät. Die haben mich voll erwischt, die haben uns voll erwischt. Boah, es gibt ja auch gar kein Quickcom. So, jawohl, ich habe Ohio erledigt. Jetzt müsste eigentlich... wo ist denn die Kanone? Ich sehe sie gar nicht. Ah, da. Ja, wir haben sie. Wir haben sie. Ja, jetzt wird es auch Zeit. Ich muss den Weg ebnen, dass der Teammate da reinkommt. Ist sie nicht platziert? Nee. Das war leider zu spät. Sie ist wieder in der Gegnerhand. Oh je, oh je, oh je. Das sieht nicht gut aus. Das ist frustrierend. Wenn man eine Ulti-Waffe hat und dann von der Ulti-Waffe runtergeschossen wird, natürlich wieder von Amiibo, ja, von Ohio, das ist ja klar. Na, komm. Oh. Bazinga! Desperado Tintenfischring. Tintenfischringe, oh, es gab eine Zeit, wo ich die super gern gegessen habe. So von, was war denn das, Eismann oder Bofrost? So Tiefkühl. Tintenfischringe, es ist ja, ja, deprimierend, wie auch hier, es war wirklich ein harter Kampf, aber, ja, knapp, aber doch vorbei. Aber ein verdienter Sieg an ein Gegnerteam, wo auch noch Bazinga mit im Team ist und Ohio, ja. Und Triggy und den letzten habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Aber immerhin Abschussassistent. So, zweites Spiel verloren. 1-1 für den Gegner. Nein, für den Gegner. Unentschieden. So, wie viele Kills hatte ich? 3 Kills? Oder 8 Kills? Oh, ich glaube 3 Kills. Ah, ist auch egal. Ist auch wurscht. Es geht in die dritte und letzte Runde. Wir bleiben hier einfach in demselben Team. Weil die sind schon ziemlich gut, ja, also, aber die Gegner waren halt besser. So, auch hier ist es immer von Vorteil zu üben. Das finde ich von der neuen Lobby wirklich richtig gut. Man kann wirklich hier üben. Die beste Übung wäre natürlich, wenn hier diese Attrappengegner sich auch wehren würden. Das wäre eigentlich die beste Übung. Dann kann man auch noch das Ausweichen üben. Gut, diese Tintenkanone da hinten, die, von der man tatsächlich weggesplattet werden kann. Das habe ich mal ausprobiert. Dann respawnt man tatsächlich. Also man kann auch hier in der Lobby in Anführungszeichen sterben. Interessant. Was diese grauen Dinger da sollen, die kann man gar nicht killen. Also da kann man einfach das Endos draufschießen. Verstehe ich nicht ein bisschen den Sinn von den Dingern. So, ich sehe gerade, wir sind nur zu dritt. Das heißt, wir brauchen noch einen vierten Spieler. Damit es wieder weitergehen kann. Oh, anscheinend gefunden. Und das war's. Ja, es geht los. In die dritte und letzte Runde. Operation Goldfisch. Bring die Kanone ans Ziel. Oh, Momo. Wir spielen gegen Momo. Okay. Und los geht's. So, jetzt aber. Jetzt gibt's aber keine Müdigkeit. Aber nicht Müdigkeit vorschützen. Sondern sofort ran an den Speck. Das heißt an den Fisch. An den Goldfisch. Natürlich
weggesplattet. Knallschwapper. Ah, Knallschwapper. Jawohl. Kenne ich auch noch. Aber wir hatten immerhin schon die Goldfischkanone und haben wenigstens einen kleinen Vorsprung geschafft. So, jetzt heißt es Gegner wegsplatten. Damit die... Was, Belmondo? Belmondo? Der große Schauspieler aus Frankreich. Belmondo spielt ja auch wieder diese Klasse. Nee, ich glaube, der lebt gar nicht mehr, der Schauspieler. Hat sich jemand so genannt. Wow, wir sind in Führung. Ey, jetzt geht's aber flott. Jetzt geht's aber flott. So, aber natürlich die Kanone verloren. Autsch, Momo haben wir weggesplattet. Momo 2-0 sogar. Oh, hat das irgendwas zu bedeuten? Was wird mehr Momos geben? So, schnappt sich jemand den Goldfisch? Ja, es hat schon jemand. So, ich mache den Weg frei, aber die Gegner sind schon zur Stelle. Wir haben aber jetzt einen ordentlichen Vorsprung. Ich nehme ein bisschen gleich dahin. Wir haben jetzt aber einen ordentlichen Vorsprung von 4 und noch 34 Schritte. Und dann, ouch, ja, aber die Gegner sind auch halt immer wieder da. Ja, das Negative an einem Spiel ist, es sind auch die Gegner da. Aber dann wäre es ja auch kein Spiel. Oh, 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 die legen jetzt aber ordentlich zu. Das heißt, schnell die Coolbombe aktivieren, um die, ouch, um die Gegner wegzusplatten. Belmondo hat uns weggesplattet. Ja. Soll ja vorkommen. So. Na, den können wir auch wegsplatten. So, dann ist jetzt vom Gegner ist nur einer alleine. Jetzt, wo ist denn die Goldfischkanone? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Wo sind die? Eieieiei, ist das ein Chaos? Da. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ah, da. Da, ich glaube, da. Aber es sind auch Gegner da, die müssen wir zuerst wegsplatten. So, jetzt düsen wir. Ich düse. Na, erwischen wir den noch? Erwischen wir den? Au, nein, erwischt. Er erwischt uns. Aber wir haben die Goldfischkanone, nur noch 13 Schritte. Ordentlicher Vorsprung. Aber wir spielen auch noch gut 2,5 Minuten. So. Die Kanone ist gesichert. Jetzt heißt es wieder den Weg frei machen. Ah, keine Tinte mehr. Oh nee, und schon wieder verloren. Zack. Ja, der Belmondo. Der oder die hat es aber wirklich. Hoi. Faustdick hinter den Tentakeln. So, jetzt. Oh, jetzt habe ich irgendwie den Überblick verloren. Ah, den können wir doch wegsplatten. Nein, keine Tinte. Ich will, kann ich wegspringen? No. Gibt nichts zum Hinspringen. Und die Goldfischkanone ist im Gegnerhand. Jetzt wird es aber richtig, richtig spannend. Alter Verwalter, jetzt wird es aber richtig spannend. Es gab eine kurze Unterbrechung. Sorry, und weggesplattet. Ah, ui, vom Krabbenpanzer. Juhu. Noch 4 Schritte. Noch 4 Schritte. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Jetzt heißt es durchhalten. Ja, ja, bitte. Los, komm. Noch eine Minute. Also selbst... nein. Ich bin weg. Und die Kanone verloren. 4 Schritte vom Ziel. Wir springen direkt hin. In Gegnerhand. Schon wieder... Es kommt immer einer von hinten. Heieiei, Belmondo. So, Kanone gesichert. Wir springen direkt wieder hin. Nur noch eine halbe Minute und wieder verloren. Ey, das gibt's doch nicht. Durch die Barriere der Goldfischkanone. Ah, ja gut. Wenn sie sich auflädt, kann man sich auch nicht gleich schnappen. Ah, aber das war's. Es hat jemand... Boah, hier haben wir aber voll abgeschottert. Jawoll. Das ist ein eindeutiger Sieg für Team Orange. Sehr schön. Ja, wir gucken auf den Punktestand. Platz 1 Tintendüser, Platz 2 Abschussassistent. Ja, es werden auch immer solche Titel vergeben, was man gut geschafft hat. 2-1.
Ja, Leute, wunderbar. Wir kriegen auch noch einen neuen Effekt für unsere Latschen. Und ja, das war's für heute. Zum ersten Mal Goldfisch, Operation Goldfisch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne eine Tentakel nach oben da und abonniert den Kanal. Ach, ihr kennt das alles ja schon. Übrigens, vielen Dank für 1200 Abonnenten inzwischen. Weiter so, ja. Und ich gehe jetzt runter auf den Platz und hol mir eine Currywurst. Das war's. Bis dann. Keep Supernova over and out.